REWE-Podcast. Wirtschaft aufs Ohr mit dem Jörg Marquardt. 3 Jahre ist es her, dass die letzte ZOM Zürich-Oberland-Mess stattgefunden hat. Die Corona-Pandemie ließ eine Durchführung im 2020 und 2021 nicht zu. Jetzt kehrt der Großanlass zurück. Vom 31. August bis 4. September findet die ZOM wie gewohnt auf dem Areal der Eishalle in Wetzikon statt. Einer, der besonders auf dieses Ereignis hinfiebert, ist Andreas Künzli. Er ist Inhaber der Maurer Salzmann AG in Winterthur. Deren Tochtergesellschaft, die ZOM Event GmbH, veranstaltet die ZOM. Mit dem Messeveranstalter möchte ich über dieses Comeback und den Status quo im Messewesen sprechen. Vielen Dank für die Möglichkeit zu dem Podcastgespräch, Herr Künzli. Sehr gerne. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt der ZOM entgegen? Es sind jetzt nur noch ein paar wenige Wochen. Ist das wirklich so, dass Sie dort auf den Anlass hinfiebern oder bleibt da gar keine Zeit? Doch, man tut schon darauf hinfiebern. Und es ist natürlich auch komplett anders wie früher. Wir haben ja keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es ist schon eine spezielle Ausgangslage. Weil noch im 19. bei der letzten ZOM durchführung hat man das nicht gewohnt, einfach umsetzen. Man hat gewusst, das ist eigentlich ein Erfolgsrezept. Und es hat sich schon alles immer stark verändert, die letzten 2 Jahre. Also auch bei uns, wir sind nicht sicher, machen wir das richtige Marketing, wir haben keine Ahnung, kommen die Leute und so weiter und so fort. Da ist schon auch eine gewisse Anspannung herum und wir tun schon stark darauf hinfiebern. Man spürt es auch, die Leute fragen immer, was läuft das Jahr der ZOM. Das ist natürlich für uns ein gutes Feedback, die Leute haben Interesse daran. Und darum sind wir eigentlich aber auch trotz der gewissen Nervosität auch ziemlich zuversichtlich. Zuversichtlich, aber ist da auch schon Vorfreude oder ist dafür einfach momentan die Aufmerksamkeit zu sehr auf der ganzen Planung? Es ist natürlich bei mir speziell so, dass ich operativ nicht mehr jeder Detail muss wissen und weiss. Ich habe ja ein Team, wo das macht für mich. Ich bin jetzt eher der, der probiert. Wir haben das Team auch viel auswechseln müssen. Logischerweise sind viele Leute bei uns gegangen. Wir haben auch ein gewisses Know-how verloren. Und ich bin jetzt eher der, der die Aufgabe hat, auch gewisse Feinjustierungen zu machen und auch das Netzwerk jetzt noch pflegen, wo wir gut haben im Oberland. Um auch gewisse Euphorie im Publikum und bei den Gewerblern zu verbreiten für die ZOM. Und darum ist schon, also jetzt steigt die Vorfreude schon extrem. Aber das heißt, Sie sind so wie auf 2 Ebenen. Das eine ist halt wirklich der konkrete Anlass, der jetzt demnächst ansteht, aber gleichzeitig auch, wie bringen wir das Unternehmen in ein gutes Fahrwasser, nachdem wir jetzt Abgänge hatten, nachdem auch Know-how-Verlust stattgefunden hat. Das heißt, das sind auch so diese, das läuft alles parallel. Ja, das läuft parallel, schaue aber ich persönlich als grosse, grosse Chance an. Oder, ich bin 20 Jahre bei der ZOM dabei und es sind auch gewisse Sachen, die dann halt wie festgefahren sind. Und das ist ja gut, wenn man mal sich mal Gedanken machen muss, wie kann man das Ganze ein bisschen anpassen. Wir haben auch ZOM, haben wir eigentlich 180 Grad gekehrt. Das merkt vielleicht der Besucher gar nicht so stark, aber wir haben den komplette Rundgang haben wir eigentlich gekehrt, zum Beispiel das Jahr. Wir haben ein neues Ticketing-System eingeführt und so weiter. Das Rundgang gekehrt heisst konkret? Ja, also die Halle 1, die erste Halle, ist nicht mehr die Halle 1, ist jetzt die vierte Halle oder fünfte Halle. Also komplett einfach Ein- und Ausgang ist eigentlich nicht mehr gleich wie anhin. Da gibt es schon ein paar Veränderungen, wo wir hauptsächlich viel Arbeit investieren, weil man es neu planen musste, wo der Besucher wahrscheinlich gar nicht so extrem merkt, aber wo uns, glaube ich, doch auch gut tut für die Zukunft. Und wir haben uns auch klar entschieden, wir haben einen gewissen Abgang von Ausstellern müssen in Kauf nehmen. Es gibt tatsächlich Aussteller, die gibt es einfach nicht mehr. Die hat in der Pandemie halt auch nicht überlebt. Das gibt es. Wir haben aber auch Aussteller, es gibt zum Beispiel Wein-Aussteller, die können nicht kommen, weil sie einfach kein Wein mehr haben zum Verkaufen. Das ist auch. Es gibt Aussteller, die können nicht kommen, weil sie kein Personal haben. Es gibt aber auch Aussteller, die haben sich entschieden, nicht mehr an die Messe zu kommen. Das ist auch legitim in dieser Zeit.
Aber Hankrum gibt es auch wieder viele neue Aussteller, die kommen. Also das ist sehr spannend, ich finde das sehr spannend. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht hin zum Kunden an die Messe zu lassen als Aussteller, sondern wir wollen wirklich eine lokale Geschichte werden. Sie muss auch nicht mehr so gross sein, sie ist ein bisschen kleiner als früher, aber ich finde sie sehr interessant dieses Jahr. Ich finde, es gibt eine super Messe mit einem auch gleich recht grossen Freizeit- und Unterhaltungscharakter. Das muss ja die Zoom auch sein. Das ist auch immer auch ein bisschen noch ein Festcharakter. Da haben wir auch gewisse Sachen angepasst. Ja, und ich glaube, mit dem Know-how von Lust finde ich auch, ist eine Chance, um gewisse Sachen einfach anzupassen. Wir haben zum Beispiel eine neue Kommunikationsmitarbeiterin. Ja, die hat ganz einen anderen Wind gebracht, auch unsere Kommunikation. Das ist, finde ich, super. Da bin ich auch überfordert, weil ich diese Sachen nicht mehr mit nachvollziehen kann. Aber das ist tipptopp. Vielleicht, also darauf kommen wir sicher nochmal zu sprechen. Also was sich auch verändert hat, was anders ist als vor der Pandemie. Aber vielleicht erstmal, wenn man jetzt wirklich den Anlass direkt nochmal in den Blick nimmt, worauf freuen Sie sich denn konkret? Gibt es da so Highlights oder Programmpunkte, wo Sie sagen, da bin ich gespannt? Das ist etwas, das mich auch persönlich besonders reizt und interessiert. Also ich persönlich habe mal extrem Freude. Ich bin ein Mensch, der gerne etwas auf die Beine stellt, wo nachher die Leute kommen und Freude daran haben. Also ich freue mich mal grundsätzlich darauf. Ich bin eh froh, dass wieder alles brummt und die Leute vorgehen. Das finde ich schon mal das Tollste, dass der Sommer wirklich alle zusammen vorgehen. Und das hoffe ich auch, dass es bei der Zoom dann passiert, dass die Leute wirklich auch nach diesen zwei Jahren Pause wieder Freude haben, um die Zoom zu besuchen. Ich persönlich, es gibt zwei, drei Musik-Acts, wo ich mich speziell darauf freue. Das ist im Unterhaltungsbereich. Wie ist das? Am ersten Abend haben wir den Second Trail. Den Namen kennt man nicht so gut, aber das sind US-Musiker. Der eine ist der Freddy Scherer, Gotthard, Gitarrist, der dabei ist. Der eine ist Stempf Schmid, kennt man eigentlich auch. Der andere ist Giovanni, Ex-China-Sänger. Die machen eine akustische Musikshow. Das ist wirklich absolut für Musikliebhaber ist das fast ein Muss. Die machen echt coole Musik. Die machen Rock-Covers. Das finde ich einfach fantastisch. Ich bin einer, der gerne handgemachte Musik hört und schaut. Und dann lokal haben wir dann am Donnerstag zu Abend ist der Marco Gottardi. Ihn kennt man natürlich auch bestens in der Region. Haben wir seit Jahren immer wieder mal wieder zu uns nehmen. Und ich finde auch, jetzt ist es mal Zeit, wo wir geworden, dass er bei uns an der Zoom einen Auftritt hat. Dann gibt es noch ein Beach Club Revival. Ich weiß nicht, das sind eher die älteren Leute, die den Beach Club noch kennen. In Wiel war das ein guter Club früher. Die machen immer so Revival-Partys. Sie finden dann bei uns statt. Das sind so die Geschichten, die ich mich so live freue. Wir haben, machen das Street Food Art Streetfood-Festival von außen, wo es auch so ein bisschen Unplugged-Stage gibt, so mit Strassenmusikanten. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, dass einfach gewisse Unterhaltung auch läuft. Und sonst, es gibt gewisse Highlights. Wir haben eine Helikopterfirma, also eine Flugschule. Da, die stellen einen Helikopter in Italien. Die haben einen Flugsimulator dort. Der TCS vom Zürich Oberland arbeitet zusammen mit Team Racing von Hinwil mit zwei Formel-1-Simulatoren, die man fahren kann. Das sind so die Geschichten auf der technischen Seite. Wir haben Bauern da weiterhin mit dem Streichelzoo, mit den Soli-Rennen. Da hat Manny kommt mit einer coolen Geschichte. Also es ist wirklich... und ja, logisch haben wir auch noch eine schöne Beiz, unser Holzchalet. Steht. Es gibt eine Gin-Bar, ja, es gibt so ein bisschen rund um alles. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Ort, wo man kann kommen, ohne einen Plan zu haben und einfach mal zu gehen. Jetzt haben Sie es ja auch so ein bisschen angetönt. Eigentlich das, was Sie jetzt besonders auch freut, ist überhaupt wieder, dass der Anlass stattfinden kann. Also, dass man sich wieder unter die Leute mischen kann. Das heißt, auch so ein bisschen den Puls spüren. Sie haben ja jetzt halt die letzten 2,5 Jahre ja eigentlich gegen Ihre Natur als Messeveranstalter gezwungenermaßen leben müssen. Das heißt also, das ist wahrscheinlich dann auch wieder, da kommt der Fisch wieder ins Wasser und macht das, was er eigentlich soll. Oder ist das halt auch so etwas, was Sie da gerade, was Sie so gerade belebt? Ja, das ist wirklich so. Also wir haben jetzt 2,5 Jahre fast nichts können machen mit Publikum. Wir haben letzten Herbst etwas gemacht in Winterthur.
ein KMU-Forum, das auch stattfindet innerhalb der ZOM, haben wir gemacht in Winterthur. Und es war schon eine grosse Genugtuung gewesen, wieder mal 350 Leute zu begrüßen an einem Anlass, den man selber auf die Beine gestellt hat. Das ist halt unser Gen und das macht schon extrem Freude. Hatten Sie so ein bisschen Bedenken, dass Sie so eingerostet sein könnten, dass halt eben die Abläufe vielleicht nicht mehr ganz so, nicht auch sofort so rund laufen, wie Sie es eigentlich gewohnt sind? Das oder? Ist so. Also das passiert auch so, oder? Darum haben da viele neue Leute und die kennen die Abläufe. Meine, für uns war es Routine gewesen, gewisse Sachen. Und da muss man jetzt halt den Leuten wieder zeigen, aber das ist jetzt einfach eine Sache der Natur. Ich glaube, viel mehr zu denken gibt mir die ganze Situation mit unseren Lieferanten. Oder? Die, haben, die kommen wirklich zu mir, schon im Frühling, und sagen, ich muss jetzt wissen, was du genau musst bauen, was du brauchst. Wir müssen planen, wir haben keine Ressourcen, wir haben kein Personal. Der Zellbauer hat schon selbst aufbauen vor zwei, drei Wochen, weil er so viel Arbeit hat. Oder? Die sind echt auch überfordert, wie es auch. Also findet alles statt, es wird alles nachgeholt und das Personal fehlt einfach. Und das ist eigentlich für mich fast ein bisschen das Tragischste, dass wir tatsächlich auch, eben, ich habe es vorhin gesagt, wir haben Aussteller verloren, weil es einfach keine Personalressourcen haben. Das gibt mir eigentlich fast ein bisschen mehr zu denken, wieder ist die Abläufe vielleicht nicht so rund laufen bei uns. Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind schwieriger als vor drei Jahren. Ist es nicht einfach so, dass man nahtlos dort weitermachen kann, wo man vor zweieinhalb Jahren oder vor drei Jahren aufhören musste? Nein, ist definitiv nicht. Also das andere ist auch die Preise, oder? Zeltbauer ist teurer geworden. Also es ist eigentlich alles teurer geworden. Und wir haben jetzt uns entschieden, um die Kosten selber übernehmen, nicht abwälzen auf den Aussteller. Müssen wir uns überdenken für die Zukunft. Meine, jetzt kommt die ganze Geschichte mit Energie. Oder? Meine, wir müssen heizen und kühlen mit Strom oder Öl. Das sind alles Sachen, die jetzt noch, wir müssen mal, wieder mal einmal machen und nachher müssen wir angehen und nachkalkulieren. Für die Zukunft, das sind schon Herausforderungen, die man sich vor einem halben Jahr noch nicht gemacht hat. Oder? Das hat man das Gefühl gehabt, ja, es geht dann schon wieder so weiter wie vorher. Das ist anders, aber ja, schlussendlich ist es auch ein Teil vom Unternehmertum, dass man da sich muss anpassen muss. Aber weil Sie jetzt vorhin sagten, einiges hat sich auch geändert, also der Rundgang ist gekehrt worden. Was waren so die ausschlaggebenden Kriterien für diese Veränderung? Also warum haben Sie sich entschieden, das jetzt so zu machen? Also waren das halt auch diese Rahmenbedingungen, die schwieriger geworden sind? Oder was war so der Impuls? Nein, das ist immer wieder das Thema bei uns. Wie können wir allenfalls den Ablauf verbessern, anders machen. Und jetzt war einfach die Chance da gewesen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Dieses Jahr müssen wir eh neu planen, weil viel anders ist. Ja, jetzt ist es auch ein neuer Weg. Also das ist nicht irgendwie... Nein, nicht damit so, mit der Rahmenbedingung überhaupt nicht. Sie sagten mir, vieles ist für die Besucher gar nicht so ersichtlich, dass sich geändert hat. Aber gibt es so Dinge, die Sie aufgrund der ganzen Pandemiesituation anders aufgegleist haben als früher? Können Sie uns da so ein bisschen mit reinnehmen? Weil Sie haben es ja so ein bisschen schon angetippt. Die Zeltbauer haben Druck gemacht, dass das frühzeitig aufgebaut wird. Das heißt, sie mussten da schon so ein bisschen anders planen, einfach weil sich da so viel angestaut hat. Dass sie uns da so ein bisschen mit reinnehmen in die Schwierigkeiten nach der Pandemie oder mitten vielleicht noch im vor der nächsten Welle, so einen großen Anlass wieder zu planen. Also das ist ja keine kleine Sache. Genau, also was ist schon meiste mir Bauchweh macht, ist wirklich, was passiert, wenn es wieder eine Welle gibt und wir müssen die Messe wieder absagen. Weil dann wird es gefährlich, auch finanziell für uns. Das ist einfach so, wir tragen das Risiko komplett selber. Oder? Wir haben jetzt, Zeltbauer hat die Zelte gestellt, die Rechnung ist gezahlt, zum Beispiel, das Geld ist draußen, das kommt nie mehr. Das abgesagt wird heute, da kommt nichts mehr, also da machen wir einen grossen Verlust. Und das wird dann wirklich gefährlich. Das macht einem schon Bauchweh. Jetzt für die Zoom habe ich gar keine Angst. Ich meine, das ist in vier Wochen und jetzt ist die Situation sehr entspannt. Und ich hoffe jetzt auch, es wird so bleiben in der Zukunft. Aber sonst glaube ich, es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich kann als Beispiel nehmen kann, die ich kann so in den Sinn kommen. Das ist wieder der Zeltbauer, das ist das Beispiel. Oder wir haben
Entstanden durch eine Pandemie und Unsicherheit haben sich viele Erstjahrsport bei uns angemeldet. Die haben gesagt, wir melden erst dann anmelden, wenn wir sicher sind, dass es stattfindet. Ja, ist ja irgendwo auch begreiflich. Wir haben heute noch Anfragen. Können Sie die noch berücksichtigen? Jetzt können wir nicht mehr berücksichtigen, jetzt sind wir wirklich voll. Und das ist genau das, was ich antöne. Das ist auch der Zeltbauer. Früher konnte ich dem anrufen, 3 Wochen vor der Messe, du bauen wir noch ein Zelt an. Wir haben noch mal Aussteller. Wir können noch, das geht leider nicht mehr. Ist nicht möglich, weil der Zeltbau einfach keine Kapazität mehr hat. Oder sogar kein Material mehr hat. Das ist ja so. Aber ich finde auch durchaus, das ist jetzt halt auch so, wie es ist. Und das kann man auch vielleicht ein bisschen nach Hause tragen. Du, ihr müsst halt auch früher entscheiden in Zukunft. Und es ist auch für uns einfach, oder? Wenn man den Teil muss noch 3 Wochen vorher noch einen Aussteller platzieren. Es gibt auch einen riesen Aufwand um Platzierung und weiss Gott. Und das haben wir jetzt wie halt nicht, weil wir voll sind. Punkt, fährt der Schluss ab und aus. Kann aber auch sein, dass uns einen abgumpen, den Aussteller. Das gibt es halt auch immer. Wo die Pandemie angefangen hat, im 20. im Frühling, habe ich gewusst, wahrscheinlich müssen wir in Zukunft jeden Besucher registrieren mit dem Namen. Also das war ja das grosse Thema, ich muss vor allem zusammen Daten haben. Und habe eigentlich auch dort entschieden, weil ich das Gefühl hatte, ja, im halben Jahr geht es eh wieder weiter. Es sind ja 2,5 Jahre gegangen. Habe ich ein Ticketing-System angeschafft, wie man es im Skigebiet kennt, mit Drehkreuz, mit Registrierungstool und Kassentool, Kassensystem. Aufgrund von dem, dass ich gemeint habe, es müssen sich in Zukunft jeden Besucher registrieren. Mhm. Ist Fluch und Segen zugleich. Ich konnte es nie einsetzen bis jetzt. Und Stand heute braucht man das nicht, dass ich jeden muss registrieren oder mit dem Namen an der Kasse. Es geht auch ohne. Aber wir haben es gleich im Einsatz. Es gibt ein neues Ticketsystem. Man kann Online-Tickets kaufen im Vorfeld mit einem Code und so weiter. Es gibt ein Drehkreuz an der Messe. Das sind 2 Sachen, die jetzt die Pandemie für uns stark beeinflusst. Jeder Besucher muss sich vorher registrieren? Nein. Das ist optional? Das ist optional, genau. Das ist ja so, das System von der Messe funktioniert eigentlich ja so. Wir haben ja Aussteller. Ich sage jetzt mal, es gibt einen Wein-Aussteller, sie sind eigentlich die Besten für uns. Da gibt es Aussteller, die verteilen 5'000 Tickets an ihre Kunden. Die machen die Einladungen, schreiben dann einen Brief, sagen, du, komm doch zu uns, geh Wein bestellen und so weiter und so fort. Und dann ist ich ein Gutschein mit einem Go drauf. Und die können dann quasi mit dem Go das Ticket beziehen. Und dann können uns die Aussteller quasi zahlt. Oder? Das ist quasi das Geschenk vom Aussteller an seine Kunden. Und das kann man online machen im Vorfeld. Aber es gibt nach wie vor eine Kasse, wo man einfach kommen und sagen, ich komme und dann gibt es ein Ticket und dann geht man rein. Das wird bleiben. Aber man kann jetzt im Vorfeld die Tickets schon online beziehen. Aber jetzt können Sie ja wahrscheinlich einfach auch das Messeverhalten stärker auch messen. Oder zumindest Sie können jetzt, also wenn sich Leute registrieren, machen kann man so... Machen wir nicht zu viel Hoffnung. Und ist auch okay so, weil ich bin auch so. Ich bin auch sehr, ein Mensch, der sehr viel kurzfristig entscheidet. Oder? Und Messebesuch, wenn ich an Tolma gegangen bin früher, habe ich mal mir gesagt, du, in 3 Wochen gehe ich, an dem Tag und Tag nehme ich frei. Selbst dort gehe ich heute spontan entschieden. Und das ist bei uns auch so. Oder? Ich glaube, dass heute schon einer ein Billett kauft für Zoom am Mittwoch, am ersten Messetag, das müssen wir uns bewusst sein, das wird nicht der Fall sein. Oder? Vielleicht bin ich auch überrascht nachher und sage, ja, sind sie halt online vorher registriert. Man muss nicht anstehen an der Kasse, man kann einfach hinlaufen. Aber machen wir es nicht gross hoffentlich. Aber man kann das so machen. Aber das heißt, jetzt haben Sie Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass vielleicht der Gesetzgeber sagt, Jetzt Pandemiesituation oder Sie müssen gewährleisten, dass wir nachvollziehen können, wer jetzt wann dort war. Und dann sind Sie vorbereitet. Genau, das haben wir ja. Und jetzt können Sie ja immerhin auch genau sagen, mit diesem Drehkreuz, wo wahrscheinlich automatisch gezählt wird, wie viele Personen jeweils beim Platz sind und genau. So. Das konnten Sie wahrscheinlich vorher auch nicht, da konnte man nur schätzen. Genau. Gehen Sie davon aus, dass Sie Besuchszahlen wieder so, also Sie haben das natürlich jetzt vor 3 Jahren noch nicht so genau gezählt, aber gehen Sie davon aus, dass die Besuchszahlen auf dem gleichen Niveau etwa liegen werden oder vielleicht sogar höher, weil die Leute auch nach 3 Jahren Pause umso mehr Lust haben, sich wieder auf so eine Messe zu begeben? Ich meine, ich hoffe nicht, dass es so ist, dass die Leute nach 2 Jahren Pause wieder kommen.
Ich persönlich rechne mit ein bisschen weniger Besuchern, ganz ehrlich. Ich bin weniger vorsichtig, werde mal auch überleben. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn es dann mehr sind, sind es mehr. Und die Suche nach Ausstellern, haben Sie schon gesagt, das ist, sind weniger geworden. Ja. Also ist es wie stark oder wie viel weniger? Ist das wirklich minim oder sind das Nein, es sind schon 20%, 25% sind es, ja. Das heißt also, aber die von der Fläche her? Fläche, ja. Wir haben auch Aussteller, die können bewusst kleiner. Die haben das Budget gestrichen. Es gibt auch nationale, wir haben zum Beispiel Möbelaussteller, haben wir einen grossen Keimer, der hat 300 Quadratmeter Fläche belegt. Der kommt nicht, weil er kein Möbel hat. Das fällt dann halt umsatzmässig. Finde ich jetzt grundsätzlich, tut dem Mess keinen grossen Abbruch, weil ich halt lieber das lokale Gewerbe vor Ort. Klar, finanziell tut es uns ein bisschen weh. Aber ja, ich glaube, wir haben uns wirklich entschieden, die Messe muss auch in Zukunft gar nicht grösser, viel grösser werden. Es mag noch ein paar mehr leiden für die Zukunft. Aber wir haben lieber, oder wir haben auch schon Messen gehabt, die sind so gross, die Zone ist manchmal auch zu gross geworden. Und es könnten gar nicht alle Aussteller gute Geschäfte machen. Und unsere Aufgabe ist ja grundsätzlich, Plattform bieten, wo der Aussteller ein Geschäft macht. Oder? Also ich bin dann zufrieden, wenn nach der Messe mir jeder Aussteller sagt, weißt du was, es war cool gewesen, die Besucher gekommen sind, haben etwas gekauft und sind interessiert gewesen. Das ist eigentlich für uns das Wichtigste. Und dann habe ich lieber ein bisschen weniger, dafür sind die happy, das ist viel nachhaltiger und macht es uns ein bisschen einfacher in Zukunft. Oder der Grössenwahn, wo man fast nicht hat, selbst auch ich. Oder? Welches Jahr haben Sie da vor allem im Blick? Ja, was ist vielleicht vor 10 Jahren oder so. Das ist Messe so riesengroß geworden, dass einfach der Besucher auch müde geworden ist beim Durchlauf. Also das ist einfach gar nicht mehr fähig, alles aufzunehmen, weil es so groß war. Mhm. Wir haben so einen geführten Rundgang, da muss man überall durchlaufen und schlussendlich ist es einfach dann einfach zu viel gewesen. Und das ist eigentlich das Ziel von der Sache, oder? Nur einfach sagen, hey, wir haben so viele Aussteller, das bringt es am Ende des Tages auch nicht. Wir wollen ja lieber schauen, dass es nachhaltig wird. Und wir haben in Zukunft eine gescheite Messe, eine gute Plattform, eine gute und zufriedene Aussteller und Besucher. Das ist eigentlich viel wichtiger. Was ich noch interessant finde, dass Sie ja trotzdem den Anspruch, so haben Sie es zumindest vorhin gesagt, hatten, dass man nicht Hinz und Kunz einlädt. Man könnte ja sagen, oh, jetzt viele Aussteller springen ab aus verschiedenen Gründen. Dann öffnen wir uns vielleicht auch für Aussteller, die wir vorher sonst nicht da hatten. Was war so der Grund, wo Sie gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wir möchten nicht jetzt Hinz und Kunz einladen? Ja, wir sind auch meistens die Aussteller, die noch ein Problem machen. Und das ist das eine. Problem, dass sie nicht zahlen oder? Nein, das sind einfach die, oder sag jetzt mal, wenn der Schreinermeister von Hinwil kommt, das ist ein Handwerker, oder? Das ist einfach ganz anders zum Arbeiten mit ihnen. Aber wenn jetzt halt irgendwo, weiß Gott was, jemand von England kommt und irgendwie Säufe verkauft, weiß Gott was, ja, also das ist schon mal die Sprache eine andere, die haben einen ganz anderen Anspruch, die werden einfach kommen und dann massiv verkaufen vor Ort. Sind auch die brauchen einen viel größeren Anspruch an Zufriedenheit, an sich selber. Ja, das ist so ein bisschen die Art. Ich habe lieber die Gewerbler vor Ort, die auch sagen, weißt du was, ich bin der Patron, ich stehe selber an, ich möchte meine Firma repräsentieren. Das wird unsere Messe viel besser wieder aber ich muss schon sagen, meine, die anderen brauchen mir logischerweise schon auch gewisse. Ein gewisser Deckungsbeitrag könnte ich auch evaluieren. Aber ich sage einfach, man muss da vielleicht auch mal sagen, weißt du, das langt jetzt mal mit dem und dem, einer von denen langen zum Beispiel. Und das ist unser Credo im Moment. Ja. Jetzt haben Sie auch gesagt, dass die Leute sich oft sehr spät angemeldet haben, also die Aussteller oder viele zumindest. Das ist ja auch ein Symptom immer noch der Pandemie. Da ist einfach eine große Unsicherheit. Sie sagten, jetzt gehen Sie wirklich davon aus, in 4 Wochen wird der Anlass auch stattfinden können. Aber zu welchem Zeitpunkt war Ihnen denn im Laufe dieses Jahres klar, ja, wir machen das, also wir gehen das Risiko ein? Weil ich meine, im Frühjahr sind die Infektionszahlen so nach oben geschnellt. Momentan sind sie ja auch wieder, sind auch so viele Leute infiziert. Wann haben Sie gesagt, ja, das Risiko gehen wir ein, das wird schon klappen? Schon im Frühling, wo es der höchste sind. Aber wir haben klar kommuniziert,
dass man, oder wir haben so quasi einen Point, wo man nicht mehr kann, also wo man kann zurück, einen neuen Turn, genau, oder wenn man anfängt, die Zelt bauen zum Beispiel, dann müssen wir sagen, jetzt müssen wir es durchziehen. Und das war eigentlich Anfang Juni, ja, haben wir gesagt, jetzt ist es fix. Und wir haben auch klar gesagt, der Aussteller, Anfang Juni stellen wir erst Rechnung stellen, vorher müssen wir nichts zahlen. Und das finde ich sehr kulant für uns. Es gibt andere Messen, die schicken das Jahr vorher die Rechnung, oder? Das ist ja so. Haben wir das nicht gemacht und das ist recht gut angekommen. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir den Weg. Oder? Und da hatten Sie auch keine Bauchschmerzen, diesen Entscheid zu treffen im Juni? Doch, klar. Aber ich meine, Sie haben vorhin gesagt, jetzt haben wir relativ viel investiert. Ich meine, aber die Zahlen sind jetzt sehr stark am Zurückgehen, zum Beispiel im Moment. Und darum habe ich auch überhaupt keine Angst. Also nein, ich meine einfach, es ist ja wirklich eine unsichere Lage, vor allem im Frühjahr gewesen. Und ich meine, so eine Messe, die hat ja so viel Vorlaufzeit, dass das alles funktioniert. Also das heißt, also Sie müssen zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung fällen, wo die Situation vielleicht noch ganz anders aussieht. Ist so, ja. Also jetzt haben wir auch entschieden, im November die Winti-Messe zu machen. November ist allenfalls heikel. Erst da findet der Messe statt Anfang März, könnte auch heikel sein, aber wir müssen jetzt einfach weitergehen, sonst können wir hören. Also es gibt eigentlich nur zwei Sachen, entweder daran glauben oder hören. Das ist ja so. Jetzt ist es so, für die ZOM gibt es eine Tochtergesellschaft, das hatte ich eingangs auch erwähnt, die ZOM Event GmbH, Projektleiterin und auch Geschäftsführerin ist die Simone Puscher. Wie muss man sich so die Arbeitsteilung vorstellen bei Ihnen? Also wer macht jetzt konkret was? Wie läuft das ab? Wie läuft die Zusammenarbeit dann mit Ihnen und der Frau Puscher auch ab? Also, sind wir uns noch ein bisschen am Finden, logischerweise. Das ist nicht so einfach, oder? Ich meine, ich habe es 20 Jahre selber gemacht und sie ist auch schon 4 Jahre dabei. Ist nicht ganz ein No-Name in der Messeszene, aber man muss sich jetzt ein bisschen finden. Und die Idee ist schon, dass sie operativ das wirklich komplett führt mit dem Team zusammen. Da sind wir jetzt auch noch am Schauen. Wir möchten gerne jemanden, der auch, dann wirklich auch die Projektleitung von dieser ZOM übernimmt, als verantwortliche Person. Haben wir wieder jemanden, der zurückgekommen ist, zum Glück, der schon mal bei uns war früher, als Mami, der Teilzeit arbeitet bei uns, das ist sehr wichtig, der auch ein gewisses Know-how hat, zum Glück. Und auch die Leute schon kennt. Die Idee ist wirklich, dass ich mehr inhaltlich mitschwätze, mein Netzwerk, das ich habe, schauen, dass ich ins Projekt einbringen kann, dass ich in die Akquise gehe. Das ist auch meine Stärkung, das mache ich auch gern und gut. Das ist so ein bisschen, eigentlich grob gesagt, vielleicht unsere Aufgabenteilung in Zukunft. Sie ist viel besser Personal führen als ich, das ist wichtig, oder? Man muss die Leute auch ein bisschen an die Hand nehmen. Und da sind wir jetzt da, um zu schauen, dass man es so aufgleisen, dass es auch nachher dann stimmt für das Team einerseits und auch, dass noch das Produkt gut rauskommt dabei. Aber ich stelle mir vor, wenn man das über so viele Jahre selber gemacht hat, und ist es gar nicht so einfach, so diese angestammten Aufgaben auch abzugeben und da loszulassen, oder fällt Ihnen das Loslassen leicht? Ja, es ist noch schwer zu sagen. Ich habe eigentlich extra noch ein separates Büro gemietet, dass ich auch zum Büro aus kann, wo sie eigentlich miteinander alle zusammen arbeiten, weil wenn ich dort bin, ich höre ja gleich alles, oder? Aber es ist auch wichtig jetzt, glaube ich, dass ich gewisse Sachen höre und merke und kann einschreiten. Aber das ist, ich möchte aber auch unbedingt, und das ist auch der Entscheid gewesen, den ich gefällt habe, ich möchte, dass die Leute können selber ihres Produkt machen. Die müssen, ich finde auch, es dürfen neue Wind geben bei gewissen Sachen. Es gibt gewisse Sachen, wo ich einfach sage, hey, nein, stopp, müssen wir wissen, das wird nicht klappen. Oder? Weil ich habe auch im Leben schon sehr viele Fehler gemacht bei den Messen. Ich sage es immer, es gibt so Beispiele. Ich habe schon die geilsten Bands engagiert, ich habe die super gefunden, aber die Halle war leer gewesen zu Abend und das macht einem schon auch weh. Aber meine, die Fehler dürfen wir auch machen, das ist auch okay. Aber ich finde einfach, was ich nicht möchte, ist, jemanden einfach reinlaufen lassen, um das selber zu merken. Ich finde, wenn ich nachher sagen kann, hey, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht, früher noch, oder das habe ich mal einmal so entschieden, ist nicht gut rausgekommen, dann kann ich es auch noch sagen. Und das ist wichtig, glaube ich, dass die Leute es vielleicht auch glauben. Das ist die andere Frage. Aber ich finde schon, es ist wichtig, dass nach dieser Zone, jetzt die Zone noch speziell sein, weil es das erste Mal ist,
dass mich da noch viel mehr auch zurückziehen zum operativen aus, dass sie auch ihre eigenen Abläufe kreieren. Die müssen schon auch, logischerweise müssen die abliefern, auch finanziell, inhaltlich. Aber das ist schon mein grosser Wunsch, dass ich da nicht überall drin schwätze. Aber es ist nicht einfach, oder? Nicht einfach, nein, ist nicht einfach. Und es ist auch nicht alles gut, wenn ich sage. Also da bin ich auch selbstkritisch, oder? Da muss man auch demütig sein und sagen, du, es gibt auch eine zweite Meinung und die könnte durchaus auch besser sein als meine. Ist sicher nicht einfach. Ja. Wenn wir jetzt mal so den Blick so ein bisschen weiten, weg von der ZOM alleine, sondern hin auf das Messewesen insgesamt. Also wie geht es dem Messewesen in der Schweiz, wenn man mal das so pauschal fragt? Ja, auch verschieden. Also wir sind im regen Austausch mit anderen Messeplätzen. Und es gibt Messen, die können fast nicht wehren von Anfragen von Ausstellern. Gewerbemesse in Liechtenstein zum Beispiel sind wir im grossen Austausch. Die findet nur alle 3 Jahre statt und ist eigentlich quasi die Landesausstellung. Mein Liechtenstein ist nicht so halb gross, ist nicht so schwer, dort eine Landesausstellung zu machen. Findet dann nur alle 3 Jahre statt. Das läuft sehr gut. Und bei anderen Messen, die sind im Frühling, jetzt ist ja eigentlich wie eine Messepause im Sommer, die sind eigentlich gut gelaufen. Da hat man auch besucherseitig ein gutes Feedback gehabt. Und was natürlich mich am meisten freut, ist, dass von gewissen Branchen auch gesagt hat, hey, es wird mehr konsumiert als vor der Pandemie. Es gibt eine Messe in Luzern, die Luga, das ist eine grosse, sehr grosse Messe. Die haben zum Beispiel gesagt, sie hätten noch nie in der Gastronomie so viel umgesetzt wie an dieser Luga dieses Jahr. Also die Konsumationslust ist scheinbar relativ gross und darum hoffe ich jetzt auch, dass es noch wird bis im Herbst anhalten und dass es da mit dieser Zoom einen gewissen Schub wird geben für die Zukunft, für unser Unternehmen auch. Das ist schon für uns wichtig und darum glaube ich schon auch, dass die Art von Messen wie Zoom, ich glaube, die haben schon Überlebensberechtigung, weil es halt eine gewisse Mischung ist zwischen Unterhaltungscharakter und Einkaufszentrum, sage ich jetzt einmal. Es gibt vielleicht andere Produkte, die es schwerer haben in Zukunft, aber ich habe das Gefühl, das kommt gut für die Zukunft. Ich finde, die Pandemie hat da schon viel Digitales gebracht, aber es gibt ja auch viele Leute, die davor sind, wieder mal analog können, unterwegs sein. Das ist meine grosse Hoffnung. Wie ist das mit Veranstaltungstechnik, Catering, Dienstleistung? Also weil man hört ja so viel über Personalknappheit und dass Leute aus diesen Branchen, die ja so gelitten haben in der Pandemie, abgewandert sind. Also das sind ja, also spüren Sie das, dass das auch mehr Organisationsaufwand, einen längeren Planungshorizont benötigt? Also wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Ja, eben, es gibt tatsächlich einfach Partner, die nicht mehr liefern können oder die früher wissen, was man genau braucht. Man kann nicht mehr gleich flexibel sein wie vorher. Man muss früher Entscheidungen treffen. Und wir haben auch einen, der ein Restaurant betrieben hat, Zoom bis jetzt, das ist die Appenzellerstube. Die können nicht mehr kommen, bis sie einfach Personal haben. Und sonst noch genug Arbeit haben im Catering-Bereich. Das ist schon etwas, was man merkt. Das ist so. Und ja, eben, wir sind ja stark im Austausch mit Lieferanten, mit Technikfirmen. Und es klingt halt überall gleich. Oder? Die müssen früh müssen können planen, dass sie das Personal anbringen. Das ist so. Ja. Gehen Sie davon aus, dass man noch eine Weile mit diesen Problemen zu kämpfen haben wird? Oder sind Sie guter Hoffnung, dass sich die Situation in den nächsten Jahren doch deutlich wieder verbessert? Ja, ich glaube auch, das ganze Verhalten hat sich halt verändert in der Pandemie-Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt einfach halt Leute, die sagen heute auch, weißt du, also lieber ein bisschen weniger arbeiten, mehr Freizeit. Das finde ich, höre ich extrem viel. Und halt in unserem Event-Business so, gibt es halt viel Arbeit, Einsätze, Wochenendeinsätze. Ja, die Leute sind halt wirklich im Moment am Konsumieren, lieber konsumieren, wieder arbeiten am Wochenende. Ist ja legitim. Auch jedem seine eigene Entscheidung sein. Ob sich das so schnell wird ändern, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Das heißt, man muss sich einfach an diese Strukturen anpassen. Das ist einfach jetzt Alltag oder Realität.
Genau, genau. Wie ist das denn? In der Pandemie war es ja so, dass Sie sich auch mit anderen Messeveranstaltern auch zusammengeschlossen haben und getroffen haben, um sich auszutauschen. Also da hat man dann mit Leuten auch an einem Tisch zusammengesessen, die ja Mitbewerber sind oder Konkurrenten. Wie ist das jetzt? Ist der Austausch, ist der geblieben? Also gibt es da immer noch diese Verbindung? Wird man das weiter pflegen oder ist das nur was Kurzlebiges? Nein, sie auch weiterhin pflegen. Das ist auch sehr sympathisch, oder? Wir haben grosse Messeplätze wie St. Gallen oder eben selbst vom Ausland, von Feldkirch sind wir im Austausch. Da sind wir alle zusammen immer auch herzlich eingeladen, zum Vorbeikommen, ihre Anlässe und so. Das ist sehr sympathisch, das ist cool. Das ist entstanden in der Pandemie, dass man da auch sich austauscht. Und das bleibt hoffentlich schon so. Weil wir sind auch keine Konkurrenten, wir sind höchstens Mitbewerber. Das ist so ein Trugschluss, was man meint. Oder? Wenn es keine Messe mehr gibt oder weniger Messe gibt, gibt es auch keine Aussteller mehr und dann gibt es auch unsere Messe irgendwie nicht mehr. Also, wir haben kein Interesse daran, dass andere Messen sterben. Das ist überhaupt nicht unser Interesse. Jetzt, wenn man in der Pandemie mit so vielen Absagen sich arrangieren musste und in dieser Unsicherheit gelebt hat. Haben Sie sich jetzt ein dickes Fell wachsen lassen? Haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt tougher geworden in den letzten 3 Jahren und können mit einer gewissen Unerschrockenheit so in die nächste Saison starten? Oder bleibt da trotzdem irgendwie was hängen? Bleibt da so eine Angst dort? Ich weiß nicht, was macht das nervlich mit einem? Ja, ich müsste es lügen, wenn es nicht spurlos an mir vorbeigegangen wäre. Ich habe schon stark gelitten, persönlich. Weil schlussendlich ist es ein Unternehmen, das 6 Millionen Umsatz gemacht hat vor der Pandemie. Und dann machst du keinen Umsatz mehr. Das ist natürlich brutal. Es ist ja so, oder? Andere haben dann in der Pandemie mal ein halbes Jahr lang sich eine Aussage genommen. Ich habe immer etwas probiert zu machen. Ich war eigentlich immer am Arbeiten. Immer neue Sachen will entwickeln, die nicht gegangen sind nachher. Im Nachhinein hätte ich gesagt, machen wir halb so lange nichts. Und hat mir vielleicht auch gut getan. Dickes Fell, glaube ich, habe ich wegen dem nicht. Gewisse Sachen nehme ich etwas gelassener. Ich glaube, ich bin nicht mehr gleich anspruchsvoll wie vorher. Oder die Rekordumsätze anzustreben oder Rekordanzahl Aussteller anzustreben, bin ich glaube ich, ein bisschen demütiger geworden und muss ich aber gut machen. Dafür haben wir in Zukunft, wie ich es vorher schon gesagt habe, etwas, was weiterhin funktioniert. Das bringt uns viel mehr. Wieder einmal eine riesige Kiste machen und nachher nichts mehr. Das glaube ich schon auch, dass ich da ein bisschen ruhiger geworden bin. Aber sonst schon. Also, es hat schon immer wieder wehtun, die Absagerei. Und das ist nicht wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch riesige Krise gehabt, letzten Winter, und das ist ja so. Also nach 2 Jahren, wir haben im Gesamt etwa wahrscheinlich 30 oder 35 Veranstaltungen abgesagt im Gesamten, wo man immer das Risiko selber trägt und das hat immer Geld gekostet. Oder? Also, man hat immer etwas gemacht dafür. Darum ist es schon jetzt wichtig, dass man das kann wieder auf die Beine stellen. Ich selber habe in der Geschichte auch im Frust hinein, letzten Herbst, wo es wieder müssen, alles absagen musste, entschieden, um selber etwas Neues auf die Beine zu stellen, was auch im gleichen Rahmen ist, weil ich einfach etwas machen will, was Freude macht. Und, ja. Das ist der Gin. Ja, genau. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Sie haben ja Ihren Betrieb oder Ihr Unternehmen auch umstrukturiert im Frühjahr. Ja. Können Sie uns da so ein bisschen erzählen, was Sie gemacht haben, was Sie angepasst haben und warum Sie das gemacht haben? Also A haben wir aus einer Firma etwa 6 Betriebe gemacht. Wir haben doch 3-4 grosse Geschichten, die ein grosses Umsatzvolumen haben. Und haben quasi aus jeder grösseren Veranstaltung eine GmbH gegründet. Und so einfach darum, um das Risiko zu verteilen. Wenn die Zoom zum Beispiel müsse abgesagt werden und das gäbe dann ein finanzielles Desaster, dann müssen wir das ganze Unternehmen quasi einstampfen, da könnte man quasi einzelne Teile, ja, so dumm es halt tönt, oder? Das ist, um wirklich so Verteidigung zu machen. Und darum haben wir die diversen GmbHs gegründet, dass sie quasi selbstständig können, operativ tätig sein. Das war mal der grosse Schritt gewesen. Und ich habe mich dann entschieden,
Auch aus dem heraus, dass ich einfach nicht mehr fähig war, um, weiss Gott, wie viel mein Personal zu führen. Um eben die Frau Boscher als Geschäftsführerin zu portieren. Also, das ist in meinem Gespräch rein, logischerweise. Das ist über längere Zeit gegangen. Aus dem Grund, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich komme nur noch am Bürotisch und mache Abrechnungen, Kurzarbeit und weiss Gott was und. Das ist einfach nicht meine Stärke. Also ich bin ein Typ, der raus muss gehen und die Leute muss begeistern können für etwas und so. Das war der grösste Schritt, den wir gemacht haben, der auch extrem wichtig ist für das Unternehmen, dass einfach jemand die Geschäftsführung macht, im Büro die Leute schaut, dass der Umsatz gemacht wird und dass ich wieder rausgehen kann und die Leute für etwas begeistern. Jetzt haben Sie ja schon eben angesprochen, dass Sie ein Herzensprojekt verwirklicht haben und eine Firma gegründet haben, die Gin produziert. Unter anderem, genau. Unter anderem. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist. Ja, das ist eigentlich, die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe gern Gin, das kennengelernt vor x Jahren und wie vor etwa 5-6 Jahren mal in Österreich an einem Seminar. Mehr über Gin lernen, über Gin-Produktion etwas lernen, selber Gin auch gelernt machen und hat auch schon gesagt, ich könnte mal selber einen Gin machen. Und im November, wo ich die Wintermesse absagen musste, oder Oktober war es, habe ich gesagt, heute ist es Zeit, dass ich den Gin lanciere. Und zwar war eigentlich nur die Idee, gewesen, ein paar Flaschen zu machen für mich, ein paar Kollegen, vielleicht ein paar gute Kunden, so ein M&S oder ein Zoom-Gin. Und ja, und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Und es haben die Leute extrem cool gefunden, meine Geschichte. Und aus einem Gin sind dann 3 Gin geworden, schlussendlich. Und aus dem Gin ist eine Marke geworden, ein Label. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich glaube, es könnte noch lässig werden. Da können wir auch noch Gin-Events daraus machen. Ich mache jetzt auch so Events für Firmen mit Smoker Lounge, mit Gin Lounge und so. Ja, und dann am 2. Mai können den ersten Gin lancieren, präsentieren und mittlerweile schon über 1000 Flaschen verkauft und habe jetzt dazu noch einen Schiffscontainer machen lassen, wo ich kann mit dem Container auch diverse Veranstaltungen gehen und mit dem eine Bar machen. Und ja, das ist jetzt eine neue Firma, wo grundsätzlich auch neben dem Gin vermarkten auch noch Events lanciert. Aber logischerweise gibt es sehr eine enge Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Und ich verkaufe ja immer dann beides. Und ich gehe dann, wenn jemand möchte ein Gin-Event machen, dann mache ich es nachher dann von Post an mit ihrem Team, logischerweise. Also das ist so einfach eine Symbiose, die sich jetzt ergeben hat. Und das kommt gut an. Ist extrem lässig. Ich habe Auftrag bis auf Zürich mit dieser Geschichte, mit dem Gin. Aber logischerweise immer mit der Idee, dass auch unsere anderen nachgestammten Firmen davon können profitieren können. Das ist eigentlich so. Als ich das gehört habe, dass Sie so eine Firma gegründet haben, habe ich gedacht, oh, wird der Herr Günzli da seinen Abgang aus dem Messewesen vorbereiten? Ist das eine Exit-Strategie? Können Sie dazu was sagen? Können Sie das ausschließen? Nein, also all die Firmen, die die Messe machen, die gehören mir 100%. Mir allein. Und also A, gibt es kein Käuferinteresse im Moment. Und B, nein, ist nicht die Idee, um da Exit-Strategie. Aber ich wollte Leute in meinem Team haben, die Geschichte mit Herzblut und Freude weiterführen. Und auch selbstständig. Ich hatte es schon mal gehabt, vor ein paar Jahren. Das Team, das das quasi selber gemacht hat. Und das ist die Idee von mir, dass ich ein Team um mich herum habe, Leute, die mich noch vielleicht als Coach haben oder weiss Gott was, oder eben zum 100 Leute. Ich bin auch sehr gerne einer, der Leute mitnimmt an Veranstaltungen und die Leute auch gerne vorstellt. Die sollen auch ihr Netzwerk können, aufbauen. Das ist mein Wunsch, dass es so ist. Und irgendwann bin ich auch dann in einem Alter. Ich habe kein Kind im Moment, also ich habe keinen Nachfolger, wo wir das übernehmen können. Und irgendwann muss ich schon mal überlegen, wer könnte das weiterführen. Und ich bin auch irgendwann mal bezahlt, um so Messen zu machen. Da braucht es schon auch mal ein frisches Blut. Das ist legitim, dass man das sich überlegt. Aber im Moment ist nicht die Idee, dass ich da die Exit-Strategie
machen mit dieser neuen Firma überhaupt nicht. Im Gegenteil, es soll eher noch Stärke geben auf dem ganzen Messe. Aber das heisst, so die nächsten Jahre bleiben Sie uns als Mr. Messe erhalten? Ich hoffe nicht, dass ich der Mr. Messe bin. Ich hoffe, dass da mit mir zusammen jemand dann da ist im Oberland, der es gleich macht. Also ich bin nicht der alleinherrschende Messekönig vom Oberland, überhaupt nicht. Das ist nicht die Idee. Ich bin auch übrigens sehr bereit, immer bereit, auch für Zusammenarbeit. Ich bin auch dran mit Leuten von Rapperswil zum Zusammenarbeiten. Wir sind immer überlegen, wie können wir uns ergänzen auch. Und das ist extrem wichtig. Und eben die Konkurrenzdenkensweise, die gibt es eigentlich bei uns zum Glück nicht. Und nein, aber ich möchte es auch nicht unbedingt aussteigen heute Morgen. Nein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Künzli. Danke Ihnen. Regionalwirtschaft. Weitere Ausgaben findet ihr auf zürichost.ch/podcast.